Yoho, Pokémon-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir! Wir befinden uns immer noch in der Livestream-Aufnahme und werden deswegen auch sofort ins Gameplay geschmissen! Das ist mein bescheidenes Zuhause. Ja, ich weiß, es ist recht leer und versprüht nicht gerade viel Charme. Deshalb habe ich auch nur selten Besuch, aber lass uns nicht lange um den heißen Brei herumreden. Halten wir doch mal ganz genau fest, was hier eigentlich vorgefallen ist. Dieser Erdstoß eben und dann noch dieser ohrenbetäubende Lärm. Das sind zwei eindeutige Zeichen dafür, dass das Siegel tief unten im Meer aufgebrochen worden ist. In einer seit langem versiegelten Höhle am Meeresgrund nahe Route 128. Da ruht ein urzeitliches Pokémon. Das Siegel am Eingang zu dieser Tiefseehöhle entstand mit Hilfe der Kraft eines bestimmten Pokémon. Doch durch die Arglist einer Gruppe von Schurken scheint der Bann des Siegels nun gebrochen worden zu sein. Worauf diese Schufte es abgesehen haben, liegt auf der Hand. Sie wollen das urzeitliche Pokémon erwecken und seine Kräfte für ihre eigenen Schandtaten missbrauchen. Honey, geraten das urzeitliche Pokémon und seine besonderen Kräfte in die Hände dieser Gauner, dann würde das natürliche Gleichgewicht der Welt gestört. Unser Planet und alles Leben darauf wären somit unvorstellbaren Gefahren ausgesetzt. Es ist meine Pflicht, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um das drohende Unheil abzuwenden. Doch allein bin ich nicht stark genug. Deshalb möchte ich dich bitten, gemeinsam mit mir gegen die Schurken von Team Aqua und Magma zu kämpfen. Legen wir ihnen ein für alle Mal das Handwerk. Noch besteht ein letztes Fünkchen Hoffnung, dass wir diese auf den ersten Blick aussichtslose Situation unbeschadet überstehen. Dies hier möchte ich dir anvertrauen. Oh, vom Taucher, okay? Die Form Taucher lässt dich in Begleitung eines Pokémon bis auf den Meeresgrund hinabtauchen. Und damit du auch dort an der Seite deines Pokémon bleiben kannst, gebe ich dir noch das hier. Oh, ein Atemgerät, das ist gut. Setze die Form Taucher irgendwo auf Route 128 ein. Von dort aus solltest du zum Eingang der Tiefseehöhle gelangen können. Sobald ich meine Aufgabe hier erledigt habe, folge ich dir. Halte du bitte so lange Team Aqua und Team Magma im Schach. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Aber schöne Musik hast du hier in deinem Zimmer. Ich meine, Weltuntergang? Wirklich? Die sind so doof, diese Team Aquarüpel. Die sind so doof. Eine bessere Welt. Oh, alles wird viel schöner und so. Wenn alles überflutet ist, kann es nicht viel schöner werden. Erstmal heilen gehen. Oh, guten Morgen. Willkommen im Pokémon Center. Soll ich deine Pokémon fit machen? Okay, ich nehme dein Team in meine Obhut. Welt geht unter, bekommt Tauchführerschein geschenkt. Tadum. So. Okay, das bedeutet, wir machen uns jetzt also auf den Weg, den Kopf unter Wasser zu stecken. Dafür müssen wir erstmal einen Pokémon-Taucher beibringen. Oh Mann, welche Attacke verlernen wir denn da? Das ist doch blöd. Das hat mich immer sehr gestört. Diese VMs sind schon ziemlich unpraktisch. Na gut, Mudkip, dann musst du eben auch noch diese Wasserattacke lernen. Eine Attacke über drei Runden ist ja auch gar nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, Steinhagel können wir dir jederzeit wieder beibringen. Gar kein Problem. Du bist so lange halt leider erstmal mein VM-Pokémon. Das brauchen wir ja später alles nicht mehr. Surfer höchstens noch. Puh, Weltuntergang is coming to town. Das klingt nicht gut. Also, hey, nochmal strecken. Ah, so, hat man das gesehen? Ja, sehr schön. Tiefblau. Auf geht's, Leute. Wir retten die Welt. Mit schöner Hintergrundmusik. Hab ich das erschrocken? Wir sind hier auf Route 124. Nein, ein wilder Trainer. Ich habe auf mein Leben gehört, ich wollte sagen, da ist schon geboren, im tiefsten Tiefen auszuloten. Ha, verstehst du? Erst kam ich aus dem Unterruss, später wollte ich da rein. Ach, ist ja auch egal. Kämpfen! Ah, Schwimmer Yannick. Macht mir gerade ein bisschen Angst. Ja, aber selbst wenn die Welt untergehen sollte, ich habe jetzt ein Atemgerät, das stimmt. Das ist sehr wohl wahr. Knirscher. Oh ja, endlich kann ich hier schon sitzen.
Nein, nicht Überflutung! Er wird die Welt unter Wasser setzen, war nicht so schlimm. Oh, wir werden zum Typ Wasser, wie schlimm. Damit Wasserattacken von Enteron jetzt weniger effektiv sind. Oh Mann. Poff. Ich will jetzt erstmal die Tiefsee erkunden. Mein Pokémon läuft auf dem Wasser. Hier konnte man doch jetzt irgendwie diese Sachen da finden. Diesen geilen Shit unterirdisch. Das will ich jetzt erstmal gucken. Ja, also mich betrifft der Weltuntergang nicht mehr. Also ich, guck mich jetzt unter Wasser um. Ist ja gar nichts. Aua. Da hinten will ich hin. Das bedeutet, ich muss wieder nach oben. Oh, aber ich wollte mich doch erstmal umgucken. Ich wollte mal auf die Karte schauen. Wie sollen wir das jetzt? Achso, das haben wir quasi aufgedeckt. Wir müssen dann hier hin, ne? Irgendwie dahin. Okay. Ich kann jetzt endlich atmen, toll, nicht wahr? Oh, da sind lauter Wingals, wie schön. Nein, nein! Die Pokémon meiner Schwester sind ganz schön stark, also fang bloß nicht an zu weinen, wenn du verlierst. Ach, Menno, da bin ich schon mal am Wasser und dann muss ich mich mit meinem kleinen Bruder hier abgeben. Wie wär's mit deinem Pokémon-Kampf gegen die Langeweile? Okay. Geschwister Tom und Uta. Ach, wie süß. Das Artwork zusammen ist ja voll niedlich. Pelipper und Velsa. Die können über Wasser fliegen. Ich kann auf Wasser stehen. Das macht alles total viel Sinn. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die beiden... Oh Mann, das ist ein Boden-Pokémon. Ich glaube, das kann ich gar nicht treffen. Das ist nämlich ein Boden-Wasser-Pokémon. Das kann ich mit der Flugattacke gar nicht erledigen. Die ist jetzt ungünstig. Oh. Okay. Ja. Okay. Mach ruhig. Kein Problem mit. Dann sollte ich Velsa, wenn es geht, jetzt besiegen, bevor Harvey in die Harvey. Ach, ich kann es doch treffen. Okay. Nee, war umgekehrt. Ne? Boden-Pokémon können Flug-Pokémon nicht treffen. Ah! Ja, da war irgendwas, weil die fliegen konnten. Ha, Denkfehler. Ich bin so intelligent. Ich habe irgendwie gedacht, irgendwas ist nicht effektiv und ich habe irgendwie gar nicht nachgedacht gerade. Es hat mich so verwirrt, dass die Pokémon über Wasser fliegen und stehen und das macht mich ganz irre. Los, Feenbrise. Puff, puff. Das ist ein Pokémon-Spiel. Natürlich können hier Fische fliegen über dem Wasser in einem Pokémon-Kampf. Ach so. Okay. Jetzt verstehe ich es. Wow, Stufe 45, krass. Honey Exo aus Crash, ja. Oh, Stufe 43. Nicht übel. Tom und Uta wurden besiegt. Es ist deine Schuld, dass ich verloren habe, Tom. Na warte, da steht er ganz Haus. Auweia, tut mir echt leid, Schwesterchen. Oh, wie süß. Diese Hearthstone-Erinnerung. Uta gegen Uta. Schön. Nicht fliegen, sondern schweben. Genau, das ist noch ein ganz, ganz herber Unterschied. Blub. Hallo. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Yeah, blub. No. Blub, ah.
Blub, 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 da. Blub, 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 da. Hm, blub, blub. Hm. Blub, 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 blub. Blub! Hm. Blub. Hm, blub, 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 blub. Kann man hier auch Pokémon fangen? Ja! Im hohen Gras, unter Wasser. Moment. Was? Oh, cool, es ist ein Relikant. Aber die Pokebälle fliegen unter Wasser schon ein bisschen anders. Eigentlich sollte man... Also sollte ich Pucci unter Wasser nicht, dann muss er die Luft anhalten. Ja, trink doch eigentlich. Das ist super brutal. Ja, Verteidigung sinkt sehr. Oh, come on. Wir benutzen jetzt einfach mal einen Netzball. Vielleicht klappt das. Genau, Pucci kann wahrscheinlich unter Wasser atmen, so wie es auch auf dem Wasser stehen kann. Es ist nämlich Jesus. Ah, oh, come on! Es setzt Tauch rein? Seriously? Wir sind schon unter Wasser! Ich wüsste aber auch jetzt nicht, welches andere Pokémon ich einsetzen soll. 69 Lebenspunkte. Aua. Das hat dezent wehgetan. Böses, gemeines Relikant. Oh. Dann benutze ich jetzt Gewissheit. Plätscher, Plätscher. So, jetzt bitte nochmal Knirscher, danke. Ups. Was wollte ich nicht? Was wollte ich eigentlich fangen? Das ist doch selten. Dann halt nicht. Ja, voll selten. Das taucht auch gar nicht total oft auf oder so. Mensch, so ein Zufall. Da ist es ja wieder. Das ist jetzt nur Stufe 30. Da sollte ich jetzt mit Gewissheit rankommen. Versteht ihr, mit Gewissheit rankommen, weil... Versteht ihr? Wegen... Gewiss... Autsch. Klappt das jetzt nochmal? Jawohl. Na! Wirst du wohl keine Volltreffer landen? Ich glaube, es geht los, ja. Mann, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Hier, komm, jetzt in meinem Premierball, weil das voll die Premiere ist. Ey, was ist das denn jetzt? Aua. Dann schläfern wir dich jetzt eben ein. Du zögerst das Unweigerliche nur hinaus. Oh nein, er hat mein Blubello feucht gemacht. Oh, das sollte man nie laut sagen. So, jetzt pennst du erstmal eine Runde, Junge. Was hast du jetzt davon? Geh jetzt in den blöden Premierball. Los jetzt. Hopp, hopp. Na. Yes! Ah, schön, wir haben es geschafft. Puh. Nicht mal ein Level up, Mann. Das ist der arme Puma. Ah,
Ganz ehrlich, ich habe für mein erstes Relikant in Oras Stunden gesucht und Hani einfach dumm die dumm, oh ein Relikant, Mist, es ist tot, dumm die dumm, oh noch ein Relikant, lalalalala. Dumm die du. Relikant, das Bestand-Pokémon, Typ Wassergestein. Relikant ist eine seltene Art, die auf einer Tiefsee-Expedition entdeckt wurde. Dieses Pokémon hält den enormen Wasserdruck des Ozeans stand. Sein Körper ist mit steinharten Schuppen bedeckt. Nein. So, gut. Da ich jetzt meinen Relikant gefangen habe, speichere ich ganz doll dringend. Ja, wichtig, hallo. Und ich würde auch sagen, an dieser Stelle machen wir auch mal Schluss mit der heutigen Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Ja, bis dahin. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Favoritieren, Abonnieren, Abonnieren, Subtrahieren, Multiplizieren. Ausschalten des Adblockers. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wir sehen. Wir sehen's. Hey, du. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten, Liken, das Teilen im Netz und dein Abonnement und natürlich fürs Ausschalten des Adblockers. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Alpha Saphir.